Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, mittlerweile ist es ein Weilchen her seit der letzten Folge. Ich war relativ gut ausgelastet hier mit Patch 9.2. Jetzt dachte ich mir aber, komm, das ein oder andere können wir mal wieder zusammen kaufen und wir hauen mal ein bisschen Gold auf den Kopf. Ich habe hier schon einen Scan durchgehauen. Und zwar, seht ihr, ich habe ja hier meinen Add-on Collectornator. Und dort können wir so ein bisschen durchscannen. Und ich habe schon mal geguckt, was wir noch so alles brauchen können. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt ein bisschen was. Gut, hier haben jetzt 5000, haben wir jetzt hier schon rausgehauen. Ich habe mir irgendeinen Mount gekauft. Theoretisch ist es auch gewastet. Aber das sind ja in dem Fall, was wir jetzt ausgeben wollen, eher Peanuts. Hier haben wir schon ein paar weiße Sachen drin, aber die kann ich ja nicht temoggen. Wie üblich haben wir hier auch noch ein paar Ingi-Sachen dabei, die ich ja dementsprechend erstmal jetzt nicht lernen kann, weil wir da Ingenieur für brauchen. Dann habe ich hier gesehen, relativ günstig, ein Worldbeute-Item aus MOP. Ist ein Ketten-Item. Das können wir uns mal holen. Das kann ich auf einen von meinen Trial-Chars schicken und dementsprechend lernen. Dann haben wir hier noch ein bisschen weiteres Ingi-Gedönse. Und dann wird es hier interessant. Hier ist eine Hose drin, und zwar aus dem aktuellen LFR. Ich würde mir die eigentlich hier auf dem Server holen. Ich habe aber so einen kleinen Plan und dementsprechend will ich mir die eigentlich nicht hier auf dem Server holen. Um das vielleicht mal kurz zu erklären. Ich brauche noch das Achievement für das Set aus dem aktuellen Raid. Und dementsprechend habe ich vor, Items auch aus dem AH zu kaufen, jetzt zum Beispiel hier das LFR-Teil, und mit diesem Katalysator umzuwandeln, um dann dementsprechend die Set-Piece vollzukriegen. Das Problem ist, hier auf dem Server, auf Blackmoor, habe ich tatsächlich nur den Main Druid, und mit dem brauche ich den Katalysator für vernünftige Items und nicht für irgendwelche Themog-Sachen. Deswegen will ich mir das hier eigentlich nicht kaufen, sondern auf irgendeinem anderen Server. Gut, heißt, lassen wir das drin. Das werde ich mir aber vielleicht nachher auf einem anderen Server noch irgendwo holen. Dann haben wir hier einen Umhang aus Castle Nashor Mythic. 30k, das kaufen wir uns auch mal, hätte ich gesagt. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier Stoffhandschuhe aus dem LFR. Nee, das sind aus dem HC, sind die, aus dem Sanctum. Die kann ich mir leider nicht kaufen, weil ich hier auf dem Server keinen Max-Level-Stoffchar habe. Platte dasselbe und dann sind wir eigentlich schon über die 30k drüber, die ich so als Baseline mir so ein bisschen gesetzt habe. Ich wollte ja eigentlich bis 30k die Sachen kaufen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir noch ein paar andere Sachen hole, die rausgepatcht sind, und dafür habe ich hier schon mal ein bisschen geguckt gehabt. Wo waren sie denn? Das ist ein removedes Ingi-Item, das können wir nicht machen, das auch. Aber hier oben waren, glaube ich, noch ein paar removede Sachen und da schlagen wir mal zu. Den Bogen machen wir nicht, das hier. Das ist einmal aus dieser removeden Warlords of Draenor Kiste raus. Das ist eine Stangenwaffe. Die kostet, ja, 49.999, also 50k. Die kaufen wir uns. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Also, dann haben wir noch einen Bogen. Der ist nicht removed. Ne, den lassen wir mal. Die Stangenwaffe, die hatte ich mir gekauft, ja. Dann ist hier einmal ein Kettenteil, Handschuhe. Und die gibt es anscheinend irgendwann mal aus dem Arati-Hochland, ist auch removed, komm, pack mal ein, auf 50k. Dann haben wir hier wieder aus dieser Wiederherstellungskiste aus WOD ein removedes Item, eine Schusswaffe, die kaufen wir uns auch für 50k. Und dann sind wir, glaube ich, hier mit den removeden Sachen soweit durch. Also ich hatte mir ja selber so die, erstmal die Grundregel jetzt gesetzt gehabt, bis 30k kaufe ich das T-Mog auf und bis 100k maximal Sachen, die removed sind. Ne? Und das wird sich mit der Zeit, wenn wir die so ein bisschen erhöhen, jetzt hätten wir hier noch für 100k Stulpen. Ich sehe aber, dass die auf anderen Servern teilweise günstiger drin sind, deswegen werden wir die jetzt mal nicht kaufen. Okay, ich würde sagen, hier auf Blackmoor lassen wir es soweit gut sein. Jetzt werden wir erstmal die Items rausnehmen und gucken, was ich wohl lernen kann. Also, das war jetzt ein Gesamtwert von, ziemlich genau 200.000 haben wir ausgegeben, okay. Also, den Umhang lernen wir hier gleich schon mal, zack, gelernt und zum Händler mit dir. Dann die Stangenwaffe, die kann ich auch lernen. Thema Nummer 2. Das Kettenteil kann ich nicht lernen und die Flinte auch nicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier einen Hunter habe, zu dem könnte ich das schicken. Muss mal gucken, wie mein Char hieß, das ist jetzt echt ein Weilchen her. Taylor Jäger, war das der Char vielleicht? Mal gucken. Wenn dann Taylor Jäger oder... Okay, ich hoffe, das war jetzt mein Char. Oder Taylor Kette habe ich ihn genannt. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Gut, also wegen dem einen Teil sollte ich noch gucken, wie das genau heißt.
Den sollte ich mir vielleicht merken, denn ich habe auf Anto auch schon mal durchgescannt und dementsprechend sollten wir da nochmal gucken. So, bevor wir jetzt aber weiter schauen, tragen wir das einmal ein, dass wir nicht durcheinander kommen. Und zwar haben wir hier meine Liste und das war jetzt auf Blackmoor die 200.000. Gut, dann switchen wir rüber hier auf Antonidas. Da habe ich mit meinem Hunter vorhin auch schon durchgescannt. Und auch schon das ein oder andere gesehen, was ganz interessant wäre. Und zwar, im Moment haben wir hier schon was ausgegeben. Ne, wir haben sogar 28 Gold plus gemacht. Also, ja, aber das sind wie gesagt Peanuts. Also, was haben wir hier? Wir haben einmal ein Ketten-Item aus dem Eternal Palace. 10.000, das ist ein Schnapper, das kaufen wir uns. Dann haben wir noch ein Ketten-Item aus dem Mausoleum. Das ist sogar NHC. Wir gehen die schon für 10.000 weg. Ja, gut. Kaufen wir uns die doch. Also, das Ding ist, ich habe halt, na gut, itemtechnisch bringt das sogar dem Hunter nicht mal was, was traurig ist, aber ja. Dann hier das Item, ich glaube, das habe ich mir vorhin gerade gekauft, oder? Nochmal rüber kopiert. Ja, das kaufen wir uns nicht. Ich weiß nicht, wie viel habe ich es für drüben gekauft? Ich glaube auch für 15, ne? Also war es eigentlich egal, ob ich es auf Anto oder hier gekauft habe. Passt. Anscheinend dasselbe Item drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie besser kriegen kann oder warum das auf beiden Servern jetzt für nur 15.000 drin ist für so einen World Drop. Ist doch relativ günstig. Dann haben wir hier noch ein Schwert. Das ist hier für 20 drin. Kostet anscheinend sonst ein bisschen mehr. Region Market Value 131.000. Ist so relativ teuer sonst. Und was haben wir hier noch dabei? Schild. Und dann wird es hier tatsächlich schon teurer. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben, wo ich sage... Ah, schaut mal, da wäre der Lederkopf für 35 drin, den man auf dem anderen Server günstiger gekriegt hat. Und die Hosen sind hier bei 49. Ja, vielleicht kaufe ich es mir trotzdem auf Anto. Muss ich mal noch gucken. Wenn ich es ja auf den anderen Server nicht mehr günstiger kriege wegen dem Katalysator, ne? Muss mal schauen, wie wir das machen. Oder die nächsten Wochen. Gut, aber ich glaube, dabei lassen wir es erstmal bewenden. Da ist jetzt nichts quasi Removedes noch drin, wo ich sagen kann, hey, komm, das holen wir uns noch. Das sind jetzt nur 3 Teile, oder? Die kann ich aber alle mit dem lernen, das ist das Gute. 1, 2 und wo haben wir das letzte? Da haben wir das letzte Teil. 3. Ich kann mir das Raid-Teil anlassen. Das kann ich auch irgendwann mit dem Katalysator mal umwandeln, hätte ich gesagt. Gut, die verkaufen wir gleich wieder. Das hier weghauen. Dann haben wir jetzt hier ausgegeben knappe 40.000. Das können wir auch nochmal eintragen. Das ist jetzt hier Antonidas, 40.000. Und dann können wir weiter swappen. So, lala, ich bin jetzt weitergeswitcht auf mein Magier hier auf Lothar. Und dort habe ich auch ein bisschen Gold ausgegeben. Nicht für T-Mog, sondern für Berufe. Und zwar bin ich da einmal Alchemie so ein bisschen am Basteln. Nicht am Skillen, sondern so ein bisschen die Rezepte am Kriegen. Und da ist es sowohl bei Legion Alchemie als auch bei Burning Crusade so, dass man einige Rezepte dadurch bekommt, dass man dementsprechend einen Haufen Tränke herstellt. Tränke, Flasks und Konsorten. Und ihr seht schon im Inventar, einiges Zeug habe ich schon hergestellt. Ich habe auch ein bisschen was ins Haar gestellt. Vielleicht verkauft sich so ein Trank für einen Mage Tower oder so. Brauchen den vielleicht das eine oder andere. Aber ehrlich gesagt, wahrscheinlich muss ich beim Händler verkaufen, weil den meisten Rotz will halt keiner haben. Und da geht tatsächlich einiges an Gold drauf, weil ich hier auf dem Lowpop-Server bin. Und dementsprechend so ein bisschen das Problem habe, dass wenn dann gar keine Kräuter drin sind oder die halt ein bisschen teuer sind. Ja? Und ein paar Ränge habe ich jetzt schon hochgemacht, die ganzen... Im Rang 3 Teile hier in Legion, die kriegt man halt über das Skillen. Teilweise muss man ein paar hundert Tränke herstellen, dass man das Ding kriegt. Und die kosten halt schon einige Mats. Und selbiges ist eigentlich hierbei nicht erlernt. Seht ihr hier in Burning Crusade, das ist halt auch alles auf Proc. Da habe ich jetzt auch schon einige bekommen. Ein paar viel mehr tatsächlich noch. Und dafür ist auch einiges an Gold draufgegangen. 65.000 an Kräuter habe ich tatsächlich schon rausgehauen für Alchi. Also doch nicht ganz so wenig tatsächlich. Dann habe ich parallel schon mal hier auf einem nächsten Server rumgelockt und schon ist das jetzt hier einmal Egwin. Hier sind tatsächlich nur noch 64 Teile drin, also 64 Teile von allen Rüstungsklassen plus 2 Transmog, was ich kaufen kann, also relativ wenig. Ihr seht schon, bin da tatsächlich schon recht weit. Auf anderen Servern sind es 100 bis 200, ne? Auf Anto Blackmoor, da ist ein bisschen mehr drauf. Hier auf Egwin ist anscheinend relativ wenig. Und wenn ich jetzt meine Kriterien so gucke, ne? Bis 30.000, da sind ja eh nur 2 Teile und das sind blöderweise beides Ingi-Sachen. Und dann rausgepatcht, das haben wir hier, glaube ich, auch nicht dabei, oder? Ne, Ingi. Nö, das sieht schlecht aus.
da, was haben wir denn? Mantel des Totenbeschwörers. Ach, ist das aus dieser hell gebundenen Kiste? Ah. Boah, da bin ich gerade am Überlegen, ob ich das kaufen soll. Das ist ein Dreck. Ich habe das schon mal versucht zu farmen. Wisst ihr was? Das ist jetzt so ein bisschen gegen meine Regelung, aber ich kenne das Item. Ich kaufe mir das Scheiß drauf. Das ist nämlich so eine Scheiße. Das ist, es gibt eine Kiste im Schlund bei dem World Boss oben. Und da kann das Ding drin sein. Und ich habe die, ungelogen, mit teilweise über ein paar Wochen mit 30 Chars am Tag gefarmt. Ich habe das Ding nicht gekriegt, konnte knicken. Und da zeige ich lieber 100k, als das nochmal irgendwann zu farmen. Das ist nämlich ein richtiger Rotz. Und wahrscheinlich werden es jetzt eher weniger als mehr Leute machen. Deswegen, das mal im hart zu sehen, ne? Ja, da muss ich jetzt zuschlagen. 100k, einiges an Gold, aber dafür, dann muss ich den Scheiß nicht mehr farmen. Gut, haben wir das weg, dann können wir einmal, also hier, das Eichi-Zeug habe ich da hinten schon eingetragen und jetzt können wir hier auf Equin noch die 100k verbuchen und dann muss ich sagen, log mal wieder weiter. Dann habe ich einmal weitergeloggt auf meinen Hexer hier auf Lothar und dort habe ich einmal den Lederkopf gefunden und den werden wir uns jetzt einmal kaufen, kostet genau 30.000, also perfekt in meinen Parametern drin. Den werden wir dann auf meinen Druid schicken, den ich mittlerweile hier auf dem Server auch hochgelevelt habe. Dann können wir den über einen Katalysator umwandeln, dann haben wir nämlich auch noch ein Set-Teil mit dabei. Jetzt gucke ich mal, was noch drin war. Irgendwo war hier noch ein removedes Item. Ah, genau. Seht ihr das Schild hier? Das hat man anscheinend mal irgendwann in Westfall bekommen können, ist aber nicht mehr erhältlich. Und das würde ich sagen, kaufen wir uns auch einmal. Und ja, sonst war leider nichts mehr Tolles drin. Das müssen wir dann beides einmal weiterschicken. Aber wir tragen schon mal ein, was wir ausgegeben haben. 113k. Halt, das wollte ich nicht aufmachen. Add-ons können wir später updaten. So, hier wollte ich hin. 113 hatten wir gesagt. Und dann hatte ich parallel hier noch auf Black Hand gescannt mit meinem DK. Und da habe ich jetzt hier schöne Schuhe aus der Schwarzfestgießerei gesehen. 10k, die kaufen wir uns doch. Und sonst ist hier ehrlich gesagt nichts Tolles drin. Ich bin ein bisschen überlegen, ob ich die Armbrust hier kaufen soll, ne? Die kostet hier 36k. Ich bin am Überlegen, die könnte ich mir theoretisch holen. Hier eigentlich nichts drin, nichts Removedes, so wie ich das sehe. Komm. Lass mal nicht nur ein Item auf dem Server kaufen. Kaufen wir uns die Armbrust auch noch für 36. Die ist zwar ein bisschen über dem Limit, aber egal. Gut, dann haben wir da ausgegeben 46.000, 47.000, wenn wir es aufrunden. Beim anderen haben wir abgerundet. Black Hand 47. Dann sind wir, sind genau auf einer halben Million schon mal angekommen. Dann schicke ich das jetzt mal noch auf die Twinks rüber und dann gucken wir mal weiter, was wir dann noch auf den anderen Servern haben. So, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass mein Plan vielleicht so ein bisschen ins Wasser gefallen ist. Ich habe mir den Kopf gekauft, ne? Und wollte mir den jetzt hier am Katalysator umwandeln mit meinem Twink hier auf Lothar. Jetzt habe ich gesehen, den Kopf habe ich schon. Gut, ich sag mal so, das Grund-T-Mock brauche ich ja sowieso, ne? Also von dem her gewastet war es nicht. Aber warte mal, das ist auch... Ah, der Char hat richtig gutes Gear, wie ihr seht. Perfekt. Den habe ich, glaube ich, über Pet Battle hochgespielt, ne? Also ihr seht, von dem Item-Level 78er Kopf auf 239, das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. Und jetzt können wir das Ding... theoretisch, aber hier auch noch reinpacken. Ich kriege aber trotzdem noch ein neues T-Mog dadurch. Oder auch nicht, weil ich keinen Fluxus habe. Gut, den werde ich mir vielleicht die Tage noch farmen und dann habe ich da vielleicht noch ein T-Mog und auch mit dem Twink, den ich nie spiele, ein T-Teil. Mal gucken, schauen wir mal. Aber ja, gut, der Plan wäre durch zwei Gründe nicht aufgegangen. Hauptding, was ich halt haben will, ist eigentlich das Set, ne, fürs Achievement, aber den Kopf habe ich ja eh schon. Gut, egal, da werden wir vielleicht irgendwann anders mal weitermachen. So, da jetzt bin ich weiter geswitcht, hier einmal nach Erida. Und hier habe ich auch nochmal das ein oder andere gefunden, was ganz interessant ist. Hier sind wieder ein paar Ingi-Sachen drin, ein paar weiße Sachen, die interessieren uns alle nicht. Aber hier haben wir einen Gürtel aus dem Normal-Modus. 19k, das würde ich sagen, kaufen wir uns schon mal. Dann, gut, sind wir hier schon tatsächlich drüber über dem... Maximum. Jetzt gucke ich mal hier, ob noch ein paar Items dabei sind, die eventuell rausgepatcht sind. Sieht nicht danach aus. Ich glaube, hier oben war noch ein bisschen was dabei. Hier hätten wir einmal einen Plattengürtel, auch aus der WOD, aus diesem Wiederverwertungsgebäude, was leider nicht mehr erhältlich ist. Da würde ich mal sagen, kaufen wir uns das für knappe 90k.
Dann haben wir einen Stoffgürtel irgendwie aus Silitus von irgendeinem Fürsten, ja, knappe 100k eingetütet. Dann haben wir hier ein gecraftetes Item, was nicht mehr im Spiel ist. Schmiedekunst, komm, kaufen wir uns auch, was soll der Geiz? Heute hauen wir das Gold raus. Und ja, ich glaube, das sieht soweit ganz gut aus. Das waren jetzt wahrscheinlich einige tausend Gold. 305k waren das, naja, gut. Naja, gut, so, jetzt lernen wir erstmal den Rücken. Die kann ich ja mit dem hier direkt lernen. So, das haben wir, war ein kleines Upgrade, oder? 200er PvP-Gürtel hat, Rücken hatte ich davor mit dem. Das ist auch so ein Schade, den ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. Und die Items schicken wir einmal weiter, beziehungsweise das machen wir gleich. Jetzt schaue ich parallel noch auf dem anderen Server drüben. Und, beziehungsweise wir können das mal eintragen, 105k, dass wir da nicht durcheinander kommen. Das war jetzt Erida, 105k, dann sind wir bei 805.000. Mal schauen, ob wir die Millionen noch voll machen, oder? Gucken wir mal. Kriegen wir bestimmt noch hin, wenn wir uns ein bisschen überteuerten Shit kaufen. So, das ist jetzt hier Shrull. Und da sind auch wieder ein Haufen weiße Sachen, ein bisschen Inji-Gedöns, das können wir uns alles nicht holen. Aber hier hätten wir einen Dolch, der sogar removed ist, auch wieder Wiederherstellungsgebäude, Wiederverwertungsgebäude, so rum, knappe 20k, den tüten wir uns auf jeden Fall ein. Dann haben wir hier eine Axt aus dem scharlachroten Kloster Zonendrop. Scharlachrotes Kloster Zonendrop, riesiger Rotz. Ihr seht schon, regionaler Marktwert 300.000, hier für 30k drin, auf jeden Fall eingetütet. Was haben wir hier? Kettenkopf, das ist aus dem LFR 30k, perfekt, der Hunter ist Stufe 60, dank Pet Battle gelevel. Und das können wir uns auch holen. Was haben wir da noch so Schönes? Platte, das ist eine Inji-Sache, Inji, Inji, Inji. Und dann können wir mal gucken, ob da noch ein paar removede Sachen dabei sind. Also, wir haben hier einmal Schultern, Leder, aber die haben wir jetzt nicht zufällig gerade gekauft, oder? Ne, wir haben Gürtel, Gürtel, Beine. Okay, das müssen wir uns merken, nicht, dass wir zweimal was kaufen. Ah, schau mal, das ist auch removed. Was ist das hier hergestellt? Cutter Schmied? Ah, komm, scheiß drauf, das kaufen wir uns auch. 50k, 53k den Gürtel, den holen wir uns auch noch. Dann, was haben wir hier? Die Brust, die können wir uns auch noch holen für 55. Das ist nicht removed, das ist alles ganz normales Stuff. Kurz durch, das blaue Item, ne, ist ein Inji-Teil. Viel aus Eternal Palace ist hier drin, ne, tatsächlich. Das hier ist removed. Das ist ein Kettenkopf, auch wieder aus dem Gebäude, das holen wir uns. Und hier haben wir die Beine, ich glaube, die habe ich mir gerade drüben gekauft, ne. Schauen wir mal, orkische Irgendwas-Gamaschen. Schauen wir mal drüben. Genau, die habe ich mir gekauft. Die wollen wir nicht kaufen. Ganz so rauswasten wollen wir es natürlich nicht. Dann hätten wir hier noch ein hergestelltes Schmiede-Item. Einen Brustteil, das werden wir uns noch kaufen. Das ist nichts Removedes. Und dann sind wir hier mit den Removeden wieder durch, oder? Ja, was haben wir jetzt hier ausgegeben? 453.000. 35.000, so rum. Ja, 435. Nicht ganz günstig. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir das mal raus und dann tragen wir das noch in meine Tabelle ein. Ich wollte etwa so eine Million ausgeben, das war so der Plan. Die removeden Sachen sind halt sehr, sehr teuer, ne? Wenn dann ein Teil gleich mal 100k kostet und dann ein paar von denen kaufst, dann kommt natürlich einiges zusammen. Aber wenn ich die für unter 100k kriege, ein removedes Item, dann sage ich da nicht nein, dann nehme ich die Sachen mit. Dann nehme ich die mit. So, jetzt lernen wir erstmal noch ein bisschen was. Also den Dolch, den können wir lernen. Dann eine Axt, die können wir auch lernen. Was haben wir hier? Das Kopfteil, das wird wahrscheinlich auch besser sein. Out, die Schuhe sind Platte, die muss ich rüberschicken. Das ist Leder, das ist auch Leder. Das ist Kette, das kann ich lernen. Und das ist auch ein Platten-Item. Dann muss ich jetzt gleich mal gucken, dass wir die rüberschicken. Und ich muss immer gleich rumloggen, nur dass ich es nicht vergesse. Ich habe schon mal gehabt, dass ich da nicht gleich umgeloggt habe, dann habe ich die Items vergessen und naja, dann habe ich mir die zweimal gekauft und bei so teuren Items ist das halt doch arg ärgerlich, ne, wenn man es dann verkackt tatsächlich. So, also das ziehen wir wieder an. Wir haben jetzt 435k ausgegeben, das tragen wir in die Tabelle ein. 435k, da sind wir jetzt doch ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte. Halt, da fehlt eine Null. Also wir haben jetzt am Schluss unterm Strich ausgegeben 1,3 Millionen, 1,305 tatsächlich.
Ja, aber dafür haben wir ein paar Remove-Items gekriegt, ne? Und ich habe jetzt, ich glaube, den letzten Monat war das einzige Mal, wo wir das jetzt Gold rausgehauen haben. Also vollkommen in Ordnung. Ich hatte ja schon teilweise wesentlich mehr auf den Kopf gehauen. Ich hoffe, ich werde mit meinem Verkäufen im AHA das wieder rausholen, aber ich, also eine Million oder ein bisschen über eine Million bin ich relativ sicher, dass ich tatsächlich wieder reinholen kann. So, hier machen wir das natürlich auch noch. Da schicken wir das rüber. Wir haben einen Platten-Item und ein Ketten-Item. Das muss ich mal gucken. Hier brauche ich zum Glück keine Trial-Chars, weil hier auf dem Server habe ich alle Klassen einmal, was ganz praktisch ist, ehrlich gesagt. Die muss ich dann irgendwann mal noch hochleveln. Dann kann ich auch die Level 60er-Items holen. Weil, ja, wenn ich halt ein Level 60er-Item kaufe und es nicht anlegen kann, dann kriege ich halt das T-Mog-Ding auch schlichtweg nicht. Gut, das schicken wir da noch rüber. Und ja, dann sind wir eigentlich fertig mit der kleinen Aufnahme. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.